Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Hier in Folge 34 sind wir nun unterwegs, mal wieder auf Berg Tsuru. Und zwar mit Mugen und Aiko. Aiko sieht man hier gerade in der Mitte des Bildes, ist wunderbar verkleidet und hat sich schon an einigen Wachen hier vorbeigearbeitet. Mugen hockt da, glaube ich, irgendwo noch im Gebüsch. Wo ist Mugen eigentlich? Der steht da unten, vor dem Tunnel. Ach, da unten ist er, ja. Ah, sehr gut, genau. Wir haben ja einen Tunnel gefunden. Der kann man da oben dann wieder rauskommen aus der Höhle. Das lohnt gar nicht, weil die Brücke eh frei ist. Mal ganz kurz gucken, wen wir hier... Nachhinein. Ich glaube, wir können ihn einfach umnieten, oder? Ja, ich denke schon. Okay, tschüss. Guck mal, du verlierst nicht die Verkleidung durch das Töten. Treten. Ah, okay, muss ihn wohl die Brücke runterschmeißen. Ja. Werd ich dann gesehen? Nee, das ist alles safe, alles locker. Sagst du so? Okay. Geht nicht. Also, das ist ja auch noch ein Gebüsch. 5 Meter weiter. Wir sind jetzt schon so knapp davor, Takuma-san zu retten. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir uns jetzt hier keinen Fehler erlauben. Zum Beispiel eine tote Wache liegen lassen. Das geht nicht. Nee. Seit wir die Verkleidung haben, haben wir das Niespulver noch nicht wieder eingesetzt. Ja. Die ist einfach so gut, die Verkleidung. Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder verkleidet und werden nicht erkannt von den Wachen. Mal speichern hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist ja das... Da ist noch ein Samurai. Da ist noch eine verdammte Kiste. Jetzt geht's los, Timo. Jetzt müssen wir also Und er guckt da auch durch, ne? Wahrscheinlich, ja. Tja, das könnte schwierig werden. Wie gut, dass du diese Folge spielst. Habe ich nicht letzte Folge gesagt, dass ich deine guten Ratschläge oder so in Kauf nehme? Da ist ein Stein, den kannst du benutzen. Rechts, direkt unter ihrem Charaktersymbol. Blinkender Stein. Den soll ich benutzen? Ja, weiß ich nicht. Wofür? Weiß ich nicht. Zwischen Werfen. Ich weiß nicht, wie wir den Samurai da... kann man den mit einer Sakeflasche ablenken? Nee. Mit Niespulver aber wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Das wird schwierig. Also du kannst ja erstmal Mugen hierher holen und den einen von diesen beiden Wachen... Boah, da rechts patrouilliert ja auch so viel. Boah. Wie sagst du immer die schwierigen Folgen, Timo? Takida. Takuma-donoが近くにいるはずだ. Osaka-jōでの勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。 Schade, ich dachte, die erzählen jetzt noch, wie das geht. Also, das ist wieder ein Kran, ne? Ja, aber da hängt nichts dran. Ja. Hast du eine Idee? Noch nicht so richtig. Also da rechts patrouillieren halt noch sehr viele... Weiß ich nicht, ob man die vielleicht vorher erstmal beseitigen sollte, könnte. Dann diese beiden an der Ranke. Ach ja, oh Gott, ich werde ja enttarnt. Entschuldigung. Alles gut. Keiner gesehen. Du wolltest gerade was sagen, ja? Erzähl. Ja. Also ich gebe dir folgenden Tipp. Der Schattenmodus ist ein mächtiger... Achso, das war der Tooltip. Also da rechts patrouillieren Leute, die müssen wir wahrscheinlich... denke ich mal, loswerden, bevor wir die links an der Ranke angehen können. Die können wir aber, glaube ich, noch mit Aiko so nach und nach
loswerden. Zum Beispiel den Sombrero als erstes, weil der zwischenzeitlich ja unbewacht ist. Noch hat er dich nicht. Also geduckt kommst du dadurch mit ihr. Ja. Dann sieht er dich halt gar nicht. Allerdings hast du dann deine Tarnung nicht mehr. Ja. Aber du kannst dich jetzt zum Beispiel auf der Treppe nochmal umziehen oder so. Oh Mann. Das ist gut. Mit Mugen einfach... Nee. Doch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob du die Wachen unten in ein Gespräch verwickeln kannst oder dass Mugen die alle drei mit einem Hieb erledigen kann, aber der kommt da nicht hin. Jetzt musst du mal gucken, der Sombrero sieht dich vielleicht. Au. Genau. Das ist knifflig. Wunderbar. Ein Samurai und wir wissen schon nicht mehr, was wir machen sollen. Konntest du diesen Stein werfen? Ja. Kannst du den auf den Samurai werfen vielleicht? So weit kannst du den, glaube ich, nicht werfen. Okay. Ich weiß nicht, ob er dich... Wo guckt er denn hin, wenn du von der Seite kämst? Ja, guck mal, er unterhält sich. Ah, doch, das könnte vielleicht gehen. Was passiert, wenn die sich unterhalten? Guckt er dann nicht? Nee. Ah. Vielleicht sieht er dann die beiden Leute an der Ranke nicht. Das würde ja schon reichen. Stimmt, das würde wirklich schon... Nee, wir müssen ja mit Mugen auch hochkommen für den anderen Samurai. Stimmt, die sieht er dann in dem Moment nicht. Aber es ist echt kurz. Wenn du hinter dem Haus stehst, kannst du Niespulver auf ihn werfen? Von hinter dem Mühlenhaus sozusagen, mit dem Wasserrad? Okay, ich probier's. Oh nee, so weit kommt. Nee, da müsstest du ja noch 2-3 Meter näher ran. Gut, er ist nicht lange genug abgelenkt, als dass wir mit Mugen die beiden Wachen auf einmal ausschalten, aufheben und wegtragen können. Ja, wir würden sie vielleicht getötet kriegen, aber nicht aufgehoben. Weil die Jungs hier unten, die sind echt nervig. Ich glaube, wir müssen wirklich erst die Wache da töten. Die beiden Patrouillierenden meine ich. Dass wir die irgendwie killen. Die kannst du ja zum Beispiel... Ja, wenn du sie da unten abgelenkt kriegen würdest. Aber wie soll man da hinkommen, wenn man vom Samurai gesehen wird? Warte mal, der sieht auch nicht alles. Ja, da gibt es einen Bereich, den sieht er nicht, vor der Treppe. Das ist ja genial. Genau. Das heißt, wenn er gerade so hin und her guckt, musst du halt da durchgelaufen kommen. Oder, ja, stimmt, oder so. Und jetzt verkleiden. Und go. Wow, krass, das musst du speichern. Die haben bestimmt extra so einen kleinen Bereich da freigeschnitten, dass man sich da verkleiden darf. Okay, Jungs. Jetzt ist sie dann irgendwie... Jetzt fehlt nur noch dieser Typ, der da oben steht. Der guckt dir die ganze Zeit an, ne? Ja. Oh nein. Ja. Was soll man mit dem denn machen? Er wird nicht vom Samurai gesehen. Aber kommst du mit Mugen so weit dahin, dass du die abmurksen könntest? Ich weiß nicht, wie der Sombrero guckt. Ja. Wenn du geduckt dahin gehst, du kannst ja mal ausprobieren. Aber dann sieht dich der oben steht, auch trotzdem. Ich guck mal. Soll ich mal versuchen, zusammen? Du kannst versuchen, den da oben steht zu erledigen, weil der wird nicht vom Samurai gesehen, wenn er gerade hin und her guckt. Der wird nur vom Samurai gesehen, wenn er mit der Patrouille plauscht. Oh wow. Auch vom Sombrero, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich würde Mugen hier in den unteren Bereich bringen, vielleicht. Und dann. Hast du versucht, mal einen Sombrero abzulenken? Ja, das geht. Okay. Ich habe versucht, alle drei in ein Gespräch zu verwickeln, aber das war echt schwierig.
Aber du könntest ja auch zum Beispiel nur den Sombrero ablenken und dann, wenn die patrouillierenden Wachen hier lang gehen, mit einem Kasekiri aus dem Gebüsch, zack, bumm, dann sind die beiden schon mal weg und der Samurai sieht das nicht, der auf der Brücke sieht das nicht, der Sombrero sieht das nicht. Du müsstest nur jetzt Mugen in Position bringen, vorher, bevor du jetzt irgendwie was anderes machst. Ja, weil jetzt gerade die Patrouille nicht patrouilliert. Ja, das machen wir. Das könnte funktionieren. Also ich habe gerade Timo auf dem Bild gezeigt, dieses eine Gebüsch vor dem Wasserfall. Wenn Mugen da steht, da sollte er nicht gesehen werden. Zeigen wir gleich nochmal. Genau, also das Gebüsch hier rechts jetzt. Hervorragend. Da irgendwie so ein Kasekiri raus. Kannst du ja auch auf den Schattenmodus zum Beispiel setzen. Ja, weiß ich nicht. Wir benutzen den, glaube ich, viel zu wenig. Das so, ne? Ja, zum Beispiel, genau. Und wenn du jetzt musst du mit ihr, also mit Aiko, den Sombrero irgendwie nach hinten in die Leere gucken lassen. Ablenken. Und dann, wenn sie da vorne stehen, Y. So, jetzt. Nein, der Typ oben sieht das. Wie? Kommen jetzt schon rote? Boah, die finden dich bestimmt. Gott, der ist nicht mehr abgelenkt, der Sombrero. Ja, da kommt schon rote, das war nix. Nein! Dann. Und wenn man die noch ein Stück vorher erledigt. Das muss doch. Oder sieht er das einfach komplett? Das ist doch direkt hinter der Wand gewesen. Wie kann er das sehen? Mal gucken. Was sieht der? Auf gar keinen Fall kann er das sehen. Eigentlich nicht, aber offensichtlich ja doch. Na gut, ich werde gleich mal Alex Wetter spielen lassen. In der nächsten Folge, der zeigt uns dann, wie es hier weitergeht. Ja, okay. Das hoffentlich bis dahin eine gute Idee. Du hast ja Zeit bis morgen. Alles klar. Okay, ich grübel nochmal drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Tschüss.